Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Wir wollen uns heute ein großes Meta-Achievement angucken. Und zwar hatten wir ja uns das Shadowlands Meta-Achievement schon angeschaut, das wir einmal finden unter Erweiterungsfeatures und dann in der Oberkategorie zurück aus dem Jenseits. Und diesmal wollen wir uns dasselbe aus Dragonflight anschauen. Und zwar heißt es eine erweckte Welt. Und wie ihr seht, haben wir da einen Haufen Achievements. Und das Schöne an der Sache oder das Unschöne, je nachdem, ob ihr nicht so viel farmen wollt, ist, dass das dann wieder Unterachievements sind, die in Meta sind. Und dann kann man ins nächste Achievement reinklicken. Und ja, also da sind auf jeden Fall richtig, richtig viele Sachen drin. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt ein bisschen durch. Ich werde natürlich nicht auf jedes Unterachievement vom Unterachievement genau eingehen, was ihr jetzt da machen müsst. Zu all diesen Sachen habe ich auch schon extra Videos gemacht. Die werde ich euch auch verlinken, beziehungsweise in Videoserien zu den ganzen Achievements aus Patch 10.0, aus Patch 10.1, Patch 10.2 und so weiter. Wir werden uns jetzt halt hier ein bisschen Überblick verschaffen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da einmal rein. Als allererstes, es gibt dafür auch einen Mount. Und das Mount habe ich hier schon, also hier Tywin ist die Mount-Belohnung und das ist dieser Hund. Der sieht schon sehr, sehr cool aus, wie ihr seht. Da haben wir ihn. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt neben so einem Maruk-Zentaurin stehe, die sind ja an sich relativ groß. Der ist riesig, der Hund. Und das sieht man auch so ein bisschen am Movement-Speed. Es sieht so aus, ob man langsam ist, aber es liegt einfach daran, umso größer das Mount ist, umso langsamer sieht es aus, wenn man quasi damit dann läuft. Genau, also so viel dazu. Achso, wir können uns gleich noch das Mount-Special anschauen. Gut, da muss ich sagen, ist jetzt nicht so spektakulär, ne, das Mount Special. Ah, warte mal, dann sollte ich meine Fähigkeit wieder reinziehen. Ich habe mir extra mal ein Makro dafür erstellt, dass ich das immer schön zeigen kann. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, was brauchen wir dafür alles? Als allererstes sind es drei Erfolge, die relativ selbsterklärend sind. Und zwar haben wir einmal Gewölbe der Inkarnation, Averroes Schmelzziegel der Schatten und Amidrasil Hoffnung des Traums. Das sind die drei Raid-Instanzen und hierfür müsst ihr keine große Schwierigkeitsstufe abschließen, sondern ihr müsst einfach das Base Achievement abschließen und zwar die Bosse einmal alle töten. Ja? In welchem Schwierigkeitsgrad ihr macht, das macht, ist vollkommen egal. Ob ihr jetzt in LFR, Normal, HC, Mythic reingeht, egal, ihr müsst quasi nur eine Schwierigkeitsstufe abschließen und alle Bosse töten. Wenn ihr nicht wisst, wo die Raid-Instanzen sind, wir haben einmal in Tal Drassus, ist hier oben das Gewölbe der Inkarnation. Dann haben wir in den Taralek-Höhlen hier unten einmal Averroes Schmelztiegel der Schatten und im Smaragdgrünen Traum, das könnt ihr hier über das Portal sehen, haben wir einmal Amidrasil Hoffnung des Traums. Das sind die ersten drei Achievements, war bei dem Shadowlands Achievement auch nichts anderes, halt die Raids zu machen. Dann müsst ihr auch den Dungeon-Content spielen und zwar ist es hier so, dass ihr alle ursprünglichen 8 Dungeons aus Dragonflight spielen müsst. Hier ist es so, dass quasi das Mega-Dungeon, ne, was wir ja auch hier oben in Tal Drassus dabei haben, nicht drin ist. Dämmerung des Ewigen, die wird aber später noch eine Rolle spielen. Heißt, wir müssen die Base-Dungeons abschließen und hier alle im Mythisch-Modus. Bedeutet nicht M+, also ihr könnt es wahrscheinlich auch im M+ abschließen, müsste dafür auch wahrscheinlich gelten, aber einfach im M+0 müsst ihr es abschließen. Und ja, dann haben wir diese Meta-Achievements. Und also das sind jetzt relativ Base-Sachen, die Raids alle und die Mythic Dungeon. Und dann haben wir hier den Meister der Lehren, das ist das nächste. Und hier haben wir schon ein paar mehr Unter-Achievements. Und zwar haben wir hier einmal die Achievements für die Main-Story-Quest-Reihe. Jetzt klicken wir zum Beispiel mal in 1 rein. Erwachen Hoffnung und Erwachen die Hoffnung, so rum. Und da haben wir einfach die Main-Story-Quest-Reihe aus dem ersten Gebiet. Und dasselbe gibt es dann dementsprechend auch noch für die anderen Gebiete. Also für Onara, Azurblaues Gebirge und dann Tal Drassus. Und hier drüben haben wir immer die Side-Quests. Ja? Jetzt klicken wir zum Beispiel auch mal in das Besuchen der Ebene von Onara. Und dann haben wir jetzt hier, schließt folgende optionalen Geschichtsringe auf den Ebenen von Onara ab. Und ja, ich kann dazu empfehlen, wenn ihr so Sidequests nicht findet, es gibt das Add-on All the Things, da kann man sich alle möglichen Queststränge auch anzeigen lassen. Da sind auch die Koordinaten von den NPCs drin, die kann man sich dann auch schön auf der Map anzeigen lassen. Ist eine schöne Sache und das kann ich auf jeden Fall dafür empfehlen, um dementsprechend diese ganzen zu suchen. Gibt auch viele andere Add-ons, also da gibt es kein richtig oder falsch, aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, mit der man so sich vielleicht ein bisschen leichter tut. Vor allem, wenn ihr das am Anfang der Expansion gemacht habt und nicht mehr so genau wisst, okay, wo war ich jetzt schon überall, wo habe ich da noch was offen, kann man da so ein bisschen nachsuchen. Genau, also das ist dann einmal der Meister der Lehren. Dann gucken wir mal ins nächste rein und zwar haben wir hier Freund der Dracheninseln.
Und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt die unten aufgelisteten Ruhmkampagnen auf den Dracheninseln ab. Und hier ist es so, das sind insgesamt 6 Stück. Und die Ruhmkampagnen bekommt ihr, indem ihr bei den verschiedenen Fraktionen einen gewissen Ruhm habt. Ja? Heißt, ihr braucht einfach einen gewissen Ruhm, um dann dementsprechend die Kampagnen weiter fortzuführen. Das ist bei jeder Fraktion unterschiedlich. Wir könnten die jetzt nachschauen, aber das machen wir jetzt tatsächlich nicht, denn ihr müsst die Fraktion eh für einen anderen Erfolg, der damit drin ist, auf Max ballern. Heißt, spielt die Fraktion einfach komplett hoch und nehmt, wenn ihr die Kampagne zwischendrin kriegt, die Kampagne mit und absolviert die quasi einmal. Genau. Das hatten wir geguckt, dann können wir ins nächste rein. Und zwar ist das hier Drachenquests. Und Drachenquests, da haben wir jetzt ein paar mehr Unter-Achievements. Und zwar haben wir hier Blaue Dämmerung. Und bei Blaue Dämmerung müssen wir die Kaligos-Quest-Reihe spielen. Die startet, meine ich, in Waldracken. Und die ist relativ lang, aber auch sehr, sehr cool gemacht. Die spielt quasi rund um die Geschichte von dem blauen Drachenschwarm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch noch die Legendary-Waffe aus, lasst mich nicht lügen, Firelands dabei habt. Dann habt ihr noch zusätzlich eine Möglichkeit, am Ende das Mount zu kriegen, wo man sich quasi in den Stab verwandelt, also mit dem Stab kann man sich in Mount verwandeln und das gibt es dann da auch nochmal. Also wenn ihr das mit einem Char macht, ne, dann solltet ihr es am besten mit einem Char machen, der diesen Legendary-Stab tragen kann, falls ihr den schon irgendwo rumliegen habt. Genau, nur so ein kleiner Tipp am Rande. Dann schauen wir uns das nächste Achievement an und zwar haben wir hier von Tyrs Wacht. Dafür müsst ihr quasi die Türquest-Reihe bis zum Ende durchspielen. Und die hat, glaube ich, auch in Waldracken gestartet. Ist, glaube ich, sogar eine von den Grundkampagnen. Und das ist quasi der Teil, der am Ende weitergeht, wo man Tür wieder herstellen muss, wo man seinen Körper quasi zusammenbaut. Und der spielt halt hier oben in Türholtern hauptsächlich. Ist auf jeden Fall eine relativ coole Story-Quest. Dann haben wir als nächstes in Türs Fußstapfen. Und da seht ihr, sind es verschiedene Schritte, erste, zweite, dritte und vierte Herausforderung und so weiter. Das ist ursprünglich, sind es die Quests, die man abschließen musste für den für diese Funken in der ersten Season. Und soweit ich weiß, kann man die immer noch machen, die Quests, kriegt ihr halt Funken von der ersten Season raus, ne? Und dann müsst ihr alle abschließen. Ich meine aber, mittlerweile sind die nicht mehr timegated, also ihr könnt die alle am Stück machen. Gut, dann haben wir als nächstes noch die Kunst des aktiven Zuhörens und dafür müssen wir die Drachkin-Rebellion-Questreihe abschließen. Die ging auch hier in Waldracken los und dann ging es hier außenrum um so Rebellen, die man bekämpfen musste und da hat man auch ein paar Entscheidungen, die man treffen kann in der Quest, also theoretische Entscheidungen. Ist auf jeden Fall auch eine spielenswerte Quest, muss ich an der Stelle sagen. Dann guck mal, was wir da noch haben. Ah, genau, einen Neuanfang haben wir. Das ist die Tauren-Questreihe in Onara. Und die nimmt man, glaube ich, direkt hier am Brunnen an. Da müsste dann Taure stehen. Und da gibt es auch relativ coole Cosmetics, wenn man die durchspielt. Ist auch gar nicht so lang. Also die müsst ihr quasi auch einmal absolvieren. Und dann haben wir jetzt noch eine letzte, und zwar Grenzvorteile. Und dafür müssen wir 8 Daily-Quests abschließen. Und das sind Dailies, die mit Patch 10.1.5 reinkamen. Und die müssten hier oben in einem von den beiden Gebäuden ist ein Gasthaus. Ich glaube, das hier ist es, das größere. Und da könnt ihr jeden Tag eine Daily abschließen. Gibt auch Zistormi-Ruf, meine ich. Also der Ruf für, ne, hier dieses Zeitriss-Event für die Fraktion. Und ja, müsst ihr halt einfach 8 Tage lang die Daily machen. Und wenn ihr 8 Stück habt, dann habt ihr das Achievement. Gibt sogar mehr Dailies, aber die braucht ihr nicht. Die sind auch ganz witzig gemacht. Muss man oft durch so Portale gehen, alternative Zeitlinien besucht man da. Ist auch ganz nett, die mal alle anzugehen. Gut, dann sind wir mit den Drachenquests fertig und schauen uns das nächste Achievement an. Meine Güte, sie waren Nestgefährten. Und dafür müssen wir einige Achievements abschließen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 12 Stück insgesamt. Und das sind alles Ruf-Achievements, ne? Das erste ist einmal ein wahrer Entdecker. Das ist der maximale Ruhm quasi von einer Fraktion. Und zwar Drachenschuppen-Expedition braucht man da. Dann haben wir hier Beitritt zur Gemeinschaft. Das ist einmal Tuska von Iskara auf Max-Ruf. Dann haben wir hier den Loam-Ruf. Das ist quasi der hier, Niffin von Loam. Die sind unten in den Zaralek-Höhlen.
Dann haben wir Legenden des Multiversums. Das ist der Zistormi-Ruf. Das ist ja das, was ich vorhin gerade sagte. Das ist hier quasi die Fraktion am Zeitriss. Könnt ihr über die Dailies, wie ich vorhin meinte, natürlich auch schon mal ein bisschen Ruf farmen. Dann haben wir die Obsidian-Blutlinie. Das müsste Sebalian sein. Genau, Sebalian-Ruf. Den könnt ihr absolvieren, wenn ihr hier oben an der Obsidian-Zitadelle seid. Ne? Also da könnt ihr Furorion oder Sebalian-Ruf quasi farmen. Könnt ihr immer einen aussuchen und für den dann quasi ein paar Quests erledigen. Dann gucken wir mal weiter. Maximale Macht, das ist einmal das Kobold-Konvent. Und das Kobold-Konvent findet ihr quasi in dem Azurblauen Gebirge, hier oben ist es, hat auch so einen eigenen Rufhändler und alles. Und da müsst ihr einfach Mobs umhauen. Mobs umhauen, Mobs umhauen, Mobs umhauen. Das ist eine Grind-Fraktion. Die kann man theoretisch, wenn ihr hart gesotten seid, an einem Tag durchgrinden. Dann ist es aber auf jeden Fall ein langer Grind, ja. Aber ja, ist eine Fraktion, die man relativ zügig erledigen kann. Dann haben wir hier oben gleich die Zentauren der Maruk. Dann das nächste müsste Waldracken quasi Abkommen sein. Dann Wächter des Traums sind natürlich die Traumwächter. Dann haben wir Treue zum Prinz, das ist Furorion. Der ist quasi auch an derselben Stelle wie Sebalian. Dann haben wir von hohem Ansehen. Und zwar ist das das Handwerkskonsortium. Und bei denen gibt es Ruf über Berufsquests. Also da braucht ihr am besten einen Char, der Craft-Berufe hat im Optimalfall. Ich glaube, gibt auch ein paar Sachen für Sammelberufe. Mehr Ruf kriegt ihr aber bei Craft-Berufen, habt ihr mehr Quests. Dann müsst ihr halt einfach hier diese Quests erledigen. Und dann, was haben wir noch Schickes? Ah, die Winterpelz Sprachgenie. Und dafür müsst ihr quasi bei dieser Fraktion, wo ist denn das hier oben? Da sind so Vorbeugs. Und bei denen müsst ihr den Ruf erhöhen. Wobei, Ruf direkt gibt es, glaube ich, nicht, aber im Endeffekt, ja, es spielt so ein bisschen um den Ruf. Das müsst ihr aber freiquesten und dafür müsst ihr halt einige Quests hier in der Zone erledigt haben. Habt ihr aber sowieso, weil ihr für das andere Achievement die Main- und die Side-Quest-Reihe quasi absolvieren müsst. Genau, dann sind wir auch fertig mit dem Unterpunkt und können uns Pfadfinder der Dracheninseln angucken. Bei dem Achievement ist es jetzt so, dass wir hier auch wieder ein paar Doppelungen haben. Wir haben jetzt einmal wieder die Main-Quest rein aus den ursprünglichen drei Startgebieten. Also wenn wir jetzt hier drauf gucken, ne, seht ihr, es ist wieder der Geschichtsstrang, den wir hier abschließen müssen. Also die hatten wir in dem anderen Achievement auch schon drin. Jetzt haben wir hier aber zusätzlich noch Blut von Noltarion. Das ist quasi die Main-Story-Quest-Reihe aus den Zaralek-Höhlen. Und dann haben wir noch drei weitere Achievements. Und zwar Erforscher der Dracheninseln. Das sind die ursprünglichen drei Gebiete, die wir hier erforschen müssen. Und zusätzlich kommen jetzt hier dann noch die Zaralek-Höhlen erkunden und Smaragdgrüner Traum erkunden. Aber Erkundungsachievements sind ja in 5 bis 10 Minuten gemacht. Ein bisschen vor allem mit dem Drachenfliegen über die Zone geflogen. Das ist relativ zügig erledigt. Als nächstes haben wir dann hier über die Inseln. Und da steckt richtig, richtig viel Stuff drin. Und zwar haben wir da jetzt immer ein bisschen größere Achievements. Die sind am Anfang ein bisschen aufgeteilt in die verschiedenen Zonen und dann noch in so ein bisschen Special Features. Ich würde sagen, wir gucken mal ins erste rein. Und zwar Weckt mich haben wir hier. Und das ist jetzt quasi das Meta-Achievement für die Küste des Erwachens, in Anführungszeichen. Dafür gibt es übrigens auch einen Mount, und zwar Überlassener Onara-Käfer. Da werde ich aber auch nochmal ein eigenes Video quasi zu dem Teil speziell machen. Das erste Achievement, was wir hier haben, ist einmal ein legendäres Album. Und dafür müssen wir ein paar legendäre Charaktere fotografieren während der Katalogisierungsfahrt. Und hier ist es so, dass wir erstmal was freischalten müssen. Und zwar hier im Drachenschuppen-Basislager haben wir einen Händler. Und der hat verschiedene Sachen, die wir freischalten müssen. Und zwar brauchen wir ja Katalogisierungsausrüstung. Hier gibt es dann auch die Kletterausrüstung bzw. noch viele andere Skillsachen. Das sind für so Special Features. Und dieses brauchen wir dementsprechend für diese Fahrten. Und die Fahrten an sich sind dann immer über World Quests. Ne? Hier seht ihr Katalogisierungsfahrten. Ihr braucht in jedem Gebiet verschiedenste Fahrten. Aber wie gesagt, da habe ich auch schon ein Video zu den legendären Charakteren gemacht. Dann haben wir als nächstes Bergführer.
Dafür müssen wir 10 Kletterwände abschließen und auch dafür müssen wir hier quasi was skillen bei dem Typen. Und dann sind es ebenfalls wieder World Quests und da müsst ihr dann dementsprechend einfach immer so Wände hochklettern, ja. Jetzt muss ich mal gucken, da haben wir nochmal eine Katalogisierungsfahrt. Banner platziert, also da gibt es dann verschiedene... Ah, hier, genau, Kletterausrüstung erhalten und da könnt ihr quasi immer diese Achievements machen. Dann haben wir hier Drachenschuppen-Expedition, die höchsten Gipfel. Und dafür müssen wir 10 Flaggen platzieren. Es gibt, glaube ich, insgesamt mehr, sogar 20. Da braucht ihr eine gewisse Ruhmstufe bei der Drachenschuppen-Expedition. Und dann könnt ihr auf den hohen Gipfeln, hier auf den kompletten Dracheninseln, so Flaggen anklicken. Da gibt es auch Ruf für. Und was ich dafür empfehlen kann, ist das Add-on Handy Notes. Das zeigt euch die alle an. Oder ihr guckt mein Video, da bin ich auch quasi alle abgeflogen und zeigt das, ja, wo die ganzen Spots sind. Als nächstes haben wir dann Abenteurer der Küste des Erwachens. Und ja, das ist relativ selbsterklärend. Da müsst ihr einfach 10 von diesen besonderen Begegnungen, also den Rares, quasi umhauen. Es gibt, wie ihr seht, wirklich einige und da müsst ihr wirklich nur einen Bruchteil von machen. Dann haben wir noch gute Schüsse ohne Ende. Und für das müsst ihr einfach 100 gute Schüsse hinkriegen. Und zwar auch bei diesen Katalogisierungsfahrten. Ich glaube, einen guten Schuss kriegt ihr, indem ihr die Mobs komplett mittig trefft, meine ich. Also ich habe das einfach automatisch gekriegt. Wie das genau gewertet wird, wann es ein guter Schuss ist, weiß ich nicht. Aber das kam automatisch, wenn ihr ein paar von den Fahrten mitnimmt. Dann haben wir noch, wie sind die denn hierher gekommen? Und dafür müsst ihr einfach in den Kletterwänden 10 verlorene Vorräte einsammeln. Und ja, das ist relativ selbsterklärend, wenn ihr so eine World Quest mit Kletterwänden habt, könnt ihr dementsprechend so kleine Beutelchen aufsammeln und die ticken dann hoch. Soweit ich weiß, kann man das sogar auch beschleunigen, indem man in den Schlachtzug geht und immer wieder dieselben Sachen auch einsammeln. Da kann man dann noch mehrmals klicken, aber ihr braucht eh nur 10, also es geht relativ zügig. Als nächstes haben wir noch gut versorgt und dafür müssen wir einfach die ganzen Skillpunkte bei dem Talentbaum hier hinten freischalten. Und da brauchen wir halt einfach diese Grundressourcen, ne? Also hier Vorräte der Dracheninseln. Und ich meine auch, du brauchst einen gewissen Ruhm, um manche Sachen zu skillen. Bin mir da jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ihr müsst ja eh die Fraktion auf Max kriegen für das andere Achievements. Und als letztes haben wir dann noch Schätze der Küste des Erwachens. Und hierfür müsst ihr einfach alle Schätze einmal finden. Auch dazu habe ich, wie eingangs erwähnt, schon ein Video gemacht, beziehungsweise, was ihr natürlich auch nehmen könnt, ist Handy Notes. Das zeigt euch das auch noch schön auf der Map an. Und ja, damit haben wir dann auch das Meta-Achievement hier einmal durch. Dann gucken wir uns das nächste Achievement an. Und zwar haben wir hier Meta der Genährten. Und dafür gibt es wieder ein Mount. Einmal dieses Mammut, auf dem ich gerade mich befinde. Und hier müssen wir einen Haufen Achievements erledigen. Und zwar im Azurblauen Gebirge, beziehungsweise bei den Tusker von Iskara. Das erste Achievement, was wir haben, ist Suppenaufseher. Und dafür müssen wir 100 Aufgaben beim gemeinsamen Festmahl in Iskara abschließen. Zufällig sind wir da schon. Und hier sehen wir einen Marker auf der Map. Und da seht ihr, wann das Festmahl beginnt. Bei mir jetzt in einer Sekunde. Und ja, wenn das Event beginnt, dann könnt ihr euch hier bei dem Suppentopf quasi rumstellen und ja, bei dem kleinen Event mitspielen. Und da müssen wir dann quasi Aufgaben abschließen. Es gibt auch eine Weekly-Quest für, also die kann man theoretisch auch am besten gleich mitnehmen. Dann haben wir hier gemeinsame Angelplätze. Und dafür müssen wir den Zugang zu allen geheimen Fischschwärmen freischalten. Und zwar ist das Lava... Plätze, dann Hochland und Eisplätze. Und ich meine, wenn ich mich jetzt da recht entsinne, dass man eine gewisse Ruhmstufe brauchte, um das freizuschalten. Zum Beispiel hier mal Lava fischen bei Ruhmstufe 15, ne? Und so weiter. Also, aber ihr müsst ja eh wieder die ganzen Fraktionen hier auf Max Ruhm kriegen für auch weitere Achievements. Also da könnt ihr das nebenbei mitnehmen. Dann haben wir hier, wir werden eine größere Harpune brauchen und dafür müssen wir 25 riesige Oschis bei den großen Fischsichtungen entdecken. Und diese großen Fischsichtungen, die seht ihr auf der Map. Und zwar sind, glaube ich, jede Woche 2 von diesen Angelloch-Geschichten am Start. Und da gibt es dann immer so einen, ja, so einen großen Pfosten und da könnt ihr so Muscheln reinschmeißen und diese Oschis dann damit anlocken und die großen braucht ihr halt. Das könnt ihr auch in der Gruppe oder in einem Raid machen. Da gibt es quasi Gruppen, die schimpfen sich irgendwas mit Lunker, quasi im Englischen. Und ja, mit denen könnt ihr die holen. Aber wie gesagt, ich habe da auch schon ein ausführlicheres Video zu gemacht.
Dann haben wir hier noch Abenteurer des Azurblauen Gebirges. Und hier ist es so, dass wir dementsprechend einfach wieder Rares umklopfen müssen. Und dafür braucht ihr insgesamt 10 von, weiß nicht, es sind wahrscheinlich über 30 oder fast 40, die hier zur Auswahl stehen. Als nächstes haben wir dann hier Rache warm serviert. Und dafür müssen wir eine legendäre Suppe kochen und Biscuit oder Biscuitius oder wie der auch immer heißt, umhauen. Und ja, wie schafft ihr das? Ihr müsst quasi mit möglichst vielen Leuten hier bei dem Suppen-Event sein und sehr viele Aufgaben einfach erfüllen. Wenn ihr dann hier eine bessere Qualitätsstufe erreicht, ne, bis legendär geht's hoch, dann kommt quasi der Boss und den klopft um. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann haben wir hier von der Natur nehmen. Und dafür müssen wir 5 verschiedene Fischernetze an den Angellöchern der Tuska freischalten. Und hier ist es so, dass ihr bei den Angellöchern immer so ein Netz auswerfen könnt. Und das müsst ihr halt quasi erst einmal reparieren. Und soweit ich weiß, ist hier ein Angelloch. Dann kann hier oben eins sein. Ich meine, hier war nochmal eins in der Lava. Ah, schau mal, das ist auch gerade ab. Und in Tal Drassus, meine ich, war hier oben nochmal eins, beziehungsweise hier kann, glaube ich, auch irgendwo noch ein Angelloch sein. Und da hast du diese Netze, ne? Aber auch dafür habe ich schon einen ausführlicheren Guide erstellt. Dann haben wir noch in den blauen Bergen reisen wir. Und dafür müssen wir jede Menge Sidequests abschließen. Und das ist hauptsächlich im Lager Antonidas, Iskara und 3 Feller unter Blick. Und ja, die findet ihr auch, wie gesagt, mit All the Things ist da eine gute Option. Da kann man so Sidequests relativ gut ausfindig machen. Und das letzte Achievement, was wir haben, ist einmal Schätze des Azurblauen Gebirges. Und hier haben wir insgesamt 6 Schätze, die ihr hier sammeln müsst. Dafür kann ich euch auch mein Video empfehlen. Da bin ich quasi alle einmal abgeflogen. Beziehungsweise ihr könnt euch natürlich auch wieder Handynotes holen. Das Addon zeigt das auch relativ schön an. Dann schauen wir uns das nächste Meta-Achievement an, über die Inseln. Und zwar haben wir hier Zentau der Aufmerksamkeit. Und auch da sind es wieder insgesamt 8 Achievements. Und es gibt hier auch einen Mount. Das ist hier diese Donnerechse, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die einzelnen Achievements an. Dann schauen wir uns gleich mal das erste Achievement an. Und zwar haben wir hier Jagdmeister. Und dafür müssen wir alle großen Jagden auf den Dracheninseln abschließen. Und die großen Jagden seht ihr dann, wenn ihr ein bisschen Ruf bei den Zentauren schon erwirtschaftet habt, hier auf der Map. Da haben wir diese große Jagdtruppe und ja, die sind immer, ich meine, 2 Stunden in einer Zone und dann switchen sie weiter in die nächste. Und die rotieren halt immer weiter an verschiedenen Spots. Pro Zone gibt es ein paar Spots und ihr müsst halt an jedem Spot so eine Jagd quasi einmal abschließen, um dementsprechend das Achievement dann abzuhaken. Dann haben wir als nächstes der Beste meines Fachs und dafür müssen wir 30 Bosse bei den großen Jagden töten. Bei diesen großen Jagden hat man dann immer verschiedene Aufgaben, zwischendrin sind immer Bosse und am Ende ist, glaube ich, auch immer ein Boss, den man töten muss und dementsprechend kriegt man die 30 relativ schnell voll. Dann haben wir als nächstes 4 Farbenfreund und dafür brauchen wir Farben für unseren Barker bzw. Onara Begleiter. Das sind so Mobs, die man dann mitnehmen kann. Und die Farben gibt es am Ende, wenn man so eine Jagd abschließt, gibt es immer einen Beutel. Am Anfang ist es, glaube ich, ein epischer, dann ein blauer und dann sind es grüne Beutel. Und da können halt dementsprechend diese Farben drin sein. Teilweise sind manche schon relativ selten. Als nächstes haben wir dann Abenteurer der Ebene von Onara. Und das ist ein Achievement, wo wir dementsprechend 10 Rares umhauen müssen. Die sind alle hier in den Ebenen von Onara. Und ihr seht, es sind deutlich mehr Rares, als man braucht fürs Achievement. Als nächstes haben wir hier Ausdauernder Jäger und dafür müssen wir 100 Jagdfortschritte abschließen. Heißt, ich meine, jeder Unterabschnitt in den Jagden, ne, hat da einmal gezählt. Es sind 6 verbleibende Jagden, also 6 Jagden sind insgesamt, 1 von 6, wie ihr hier seht. Und pro Jagd habt ihr quasi 6 Abschnitte. Ne? Also könnt ihr euch selber ausrechnen, die 100 geteilt durch 6, wenn ihr immer die volle Jagd mitnimmt, müsst ihr dann an Jagden abschließen. Als nächstes haben wir dann der missmutige Jäger und das sind nochmal alle Jagden, die wir vorhin schon einmal hatten beim Abschließen. Und hier ist es jetzt so, dass man immer so einen Jäger finden muss, den muss man einfach anklicken. Die sind an verschiedensten Spots und dazu habe ich auch schon ein Video erstellt, wo man die genau findet. Dann haben wir als nächstes so ein lieber Barker und für das Achievement müssen wir in der Ebene von Onara alle möglichen Hunde streicheln. Also es sind wirklich viele Hunde und auch dazu habe ich ein Video erstellt, beziehungsweise im Handy Notes müsstet ihr die auch relativ gut finden können.
Und zu guter Letzt haben wir hier ein Schätze-Achievement, und zwar Schätze der Ebene von Onara, und da müsst ihr insgesamt 6 Schätze finden. Auch hier, wie gesagt, auch dafür habe ich ein Video erstellt, beziehungsweise ihr könnt wiederum Handy-Notes nutzen, um die Dinger zu finden. Und ja, damit müssten wir bei dem Achievement alle abgeschlossen haben. Dann schauen wir in das nächste Meta-Achievement rein, und zwar haben wir jetzt Kampfclub. Und das sind jetzt die Achievements hier rund um Taldrassus bzw. die Fraktion Waldrakenabkommen. Da würde ich sagen, gucken wir uns die einzelnen mal an. Sind insgesamt 11 Stück. Als erstes haben wir jetzt hier Belagerung der Drachenfluchfestung. Und ja, das ist eine relativ basic Sache. Ihr müsst halt einfach hier das Event spielen bei der Drachenfluchfestung. Da habt ihr auch einen Timer dran, wann das Event beginnt. Und dann müsst ihr es halt einfach einnehmen. Und es endet, dass ihr hinten quasi den Boss tötet. Dann das zweite Achievement ist hier Belagerung der Drachenfluchfestung. Und dafür müssen wir 3 Darajin-Tafeln finden. Und die liegen einfach alle auch in dem Bereich da unten rum an der Festung. Auch dafür habe ich ein Video erstellt, falls ihr die nicht findet. Dann haben wir hier Obsidian-Schlüsselmeister. Und dafür müssen wir 30 Obsidian-Schlüssel an Personen um die Obsidian-Zitadelle abgeben. Und ja, die Obsidian-Zitadelle ist hier ein bisschen über der Drachenfluchfestung, das ist hier oben. Da könnt ihr euch zwischen Sebalian und Furion entscheiden. Und dann gibt es auch noch ein paar andere NPCs, die die Schlüssel annehmen. Die Schlüssel könnt ihr bauen aus 2 Komponenten, die aber von den kompletten Mobs hier droppen. Also einfach Mobs grinden und dann die Schlüssel abgeben. Dann haben wir als nächstes Bitteschön Welpe. Und dafür müssen wir alle möglichen Quests an dem Spot Krippe Kleinschuppe absolvieren. Und das ist quasi hier, Krippe Kleinschuppe. Ihr müsstet mit eurem Char einen kleinen Welpen bei euch rumfliegen haben, der euch die erste Quest gibt, da hinzugehen. Und dann gibt es jeden Tag oder alle paar Tage hier neue Quests zu absolvieren. Und wenn ihr die komplette Questreihe durch habt, habt ihr halt das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Als nächstes haben wir Hey Welpenbetreuung, und dafür müssen wir 5 frisch geschlüpfte Welpen quasi versorgen. Und soweit ich das noch auf dem Schirm habe, war das so, dass man, wenn man diese Questreihe lang gespielt hat, dass man immer ein neues Ei bekommen hat und quasi immer mehr von den Welpen hier an der Krippe Kleinschuppen bekommt. Dementsprechend, wenn ihr die Questreihe macht, müsstet ihr das Achievement hier auch mitbekommen. Das nächste ist dann wieder relativ basic, und zwar haben wir einmal Schätze von Taldrassus, und das sind insgesamt 6 Schätze, die ihr finden müsst in Taldrassus. Da kann ich euch im Handy-Notes empfehlen oder ihr schaut meinen Videoguide, da bin ich die Dinger auch einmal abgeflogen. Dann haben wir hier oben das Achievement Belagerung der Drachenfluchfestung Snack-Angriff, und dafür müssen wir in der ersten Phase von dem Szenario Belagerung der Drachenfluchfestung quasi 20 Snacks an Böff verfüttern, und Böff ist so ein Frosch, mit dem ihr am Anfang hier mitlaufen könnt. Also man startet hier oben, dann läuft man hier so lang und dann könnt ihr so Sachen anklicken und ihm verfüttern. Ich weiß gar nicht mal, was das für Viecher waren, aber irgendwas konnte man dann quasi ihm hinschmeißen, und das könnt ihr aber auch in verschiedensten Tries angehen. Also ihr müsst da nicht in einem Try quasi 20 machen, sondern ihr könnt halt jedes Mal 1, 2, 3 mitnehmen und das Ding halt öfter spielen. Dann haben wir als nächstes doppeltes Spiel, und da müssen wir dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall gewinnen und diese Obsidian-Schlüssel an jede dieser Personen geben. Und das sind halt Sebalian, Furorion, Schmiedemeister und Igis. Und das sind halt die 4 Mobs, wo ihr die Schlüssel abgeben könnt. Ne? In der Drachenfluchfestung ist es so, dass ich meine, Furorion stand hier unten, Sebalian stand hier oben. Dann haben wir den Schmiedemeister, der steht hier hinten. Und irgendwo, ich meine, hier oben steht Igis oder wie der heißt. Und die Schlüssel kriegt ihr, indem ihr die Mobs umhaut und 2 Komponenten zusammenfügt. Ne? Also mehr ist das tatsächlich nicht. Dann haben wir noch Obsidian-Champion. Und dafür müssen wir 4 besondere Begegnungen abschließen. Das sind einfach Rares bzw. Rare Events, auch hier unten an der Obsidian-Zitadelle. Ne? Da könnt ihr auch das bei Handy-Notes ganz gut sehen mit den Totenköpfen. Dann haben wir hier noch Krippenkarambolage.
Und dafür müssen wir an allen vier Rennen teilnehmen. Und die Rennen, die starten bei der Krippe-Kleinschuppe immer hier. Bei dem Kollegen war das, glaube ich. Genau, dann kann man die Rennen starten. Da fliegt man immer einen von den fünf Welpen, die man ja ausgebrütet hat über die Quest. Also ihr müsst quasi die Questreihe machen, die Welpen ausbrüten. Und dann kriegt ihr erst diese Rennen. Und ihr kriegt dann immer besondere Fähigkeiten. Für das Achievement müsst ihr quasi nur einmal teilnehmen und nicht besonders gut sein bei den Rennen. Gut, und dann haben wir das letzte Achievement, und zwar Abenteurer von Taldrassos. Und das ist wieder eine relativ basic Sache. Ihr müsst halt einfach 10 von den unten aufgelisteten besonderen Begegnungen, also von den Rares, unboxen. Und da sind es auch wieder um einiges mehr, als es im Achievement gibt. Also ihr müsst halt nur 10 killen, ne? Und es gibt halt um einiges mehr so rum. Dann schauen wir uns das nächste Meta-Achievement an. Und zwar haben wir hier noch Sperrstunde. Und das sind jetzt hauptsächlich Achievements hier bei den Zeitwandlern. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die 8 Erfolge an. Der erste Erfolg ist einmal hier, wir machen die Zukunft. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Tötet jedes der Monster der Primalisten im Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten. Und da müssen wir einmal durch ein Portal, das ist hier oben auf den Koordinaten 59, 82. Und dann könnt ihr hier das Portal aktivieren. Das habt ihr aber nur, wenn ihr hier die Zone auch durchquestet, ne? Also das müsst ihr natürlich vorher machen, sonst könnt ihr das nicht. Und hier beginnt dann ein Event, was ihr spielen könnt. Aktuell ist es, so wie ich es sehe, nicht aktiv. Da müsst ihr dann hier so mehrere Portalmobs quasi, Mobwellen töten. Und dann spawnt am Ende ein Boss und ihr müsst halt diese ganzen Bosse quasi killen, ja? Aber dazu habe ich auch nochmal ein ausführlicheres Video gemacht, wie dieses Event hier funktioniert, falls ihr da noch Schwierigkeiten habt. Dann haben wir als nächstes Chronograd-Chronoseur. Und dafür müssen wir in den Zeitrissen quasi die jeweiligen Endbosse töten. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Zeitrisse finden immer hier unten statt. Ihr seht hier auch einen Timer. Das war, jetzt muss ich gerade überlegen, das war immer zur vollen Stunde müsste das sein. Und wenn ihr am Anfang dieses kleine Event spielt, ne, könnt ihr am Ende dann einmal ein Portal betreten. Ich glaube so um die 10 Minuten oder so, nachdem das Beginn-Event gestartet ist. Und wenn ihr den Boss umhaut, dann könnt ihr dementsprechend einen hier abhaken. Und ihr müsst halt alle von den Bossen einmal töten. Mehr ist es nicht. Als nächstes haben wir das Achievement Winzige Menagerie. Und dafür müssen wir insgesamt 6, 7 Pets besorgen aus den Zeitrissen. Die können da, wenn dann, droppen. Oder wenn ihr Pech habt, die Händler, wo ich jetzt vorher stand, hier unten, da könnt ihr euch die auch kaufen, ne? Also ihr kriegt, während ihr die Zeitrisse spielt, auch Währung. Und über die Währung könnt ihr euch die kaufen oder die droppen. Dann müsst ihr halt gucken, wo ihr die schneller herkriegt. Dann haben wir als nächstes gesichert und geladen. Und dafür müssen wir eine Reihe von Waffen während den Zeitrissen abfeuern. Und ja, während hier die Zeitrisse am Start sind, gibt es bei bestimmten Zeitrissen, also ich habe ja vorhin erklärt, das sind verschiedene Angriffe in Anführungszeichen, sind dann Waffen, die auf dem Boden liegen, die könnt ihr anklicken und die müsst ihr einfach einsetzen. Ja? Ich meine, das wird so auf der Minimap auch angezeigt, wo diese Waffenbehältnisse sind, dass ihr die einfach alle einmal durchprobiert und dann kriegt ihr das Achievement. Dann haben wir als nächstes Dämmerung des Ewigen, Galakrons Sturz. Und dafür müssen wir einfach quasi Iridikon in der Dämmerung des Ewigen töten. Das ist das Mega-Dungeon, was hier oben ist. Und dafür müsst ihr einfach den Boss umhauen. Da müsste es sogar auch gehen, dass ihr HC queued im Dungeon-Browser. Also da müsst ihr theoretisch nicht mehr das ganze Mega-Dungeon durchmachen. Weil es jetzt gerade gut passt, nehmen wir das andere auch noch mit. Dämmerung des Ewigen, Murusuns, irgendwas. Dafür müsst ihr quasi Deos töten, also den richtigen Endboss, also den zweiten Teil. Also wenn ihr das Mega-Dungeon lauft, kriegt ihr beide Bosse. Wenn ihr jetzt quasi HC oder M+ macht, ne, dann ist es so, dass ihr beide Teile laufen müsst. Dann haben wir als nächstes geprüfter Zeitreisender und hierfür müsst ihr einfach einen Zeitriss abschließen. Das macht ihr, indem ihr den Boss am Ende tötet, aber ihr braucht ja eh alle Bosse, deswegen ist das eigentlich schon mit inbegriffen. Als nächstes haben wir hier Tu nur meine chronologische Pflicht und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt während Zeitrissen 100 Aufgaben für Soridormi ab. Und die Aufgaben könnt ihr immer in der ersten Phase abschließen, indem ihr quasi hier außen rumlauft. Ihr kriegt dann immer eine Aufgabe, tötet irgendwelche Mobs, klickt irgendwas an. Da müsst ihr 100 Stück machen. Und der zweite Teil ist ja immer da, wo das Portal kommt und ihr dementsprechend den Boss töten könnt.
Dann haben wir hier noch das Achievement kollabierte Realität. Und dafür müssen wir in einem einzelnen Zeitriss quasi 7500 Temporalessenz erlangen. Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war das so, wenn der Zeitriss startet in der ersten Phase, habt ihr oben einen Balken und abhängig davon, wie weit ihr mit den kompletten Leuten, die bei eurem Zeitriss dabei sind, den Balken auffüllt, kriegt ihr halt einen besseren Belohnungssack. Und ich meine, die 7500 war der maximale Sack, also dass man es auf epischer Qualität hat. Heißt wiederum, wenn ihr da das komplett auffüllen wollt, sollten da ein paar Leute sein, sonst wird es halt schwierig, wenn ihr es alleine macht. So, dann haben wir noch das letzte Achievement und das heißt einmal, ob groß, ob klein, Eichhörnchen sein ist fein. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Antwortet auf Sir Stormys Bitte, das flauschige Fell zu streicheln, das ihr vom Zeitriss erhaltet habt. Das war, meine ich, so, einer von diesen Zeitrissen hatte ein Item, das man looten konnte, beziehungsweise anklicken konnte, wo man so ein weiches Fell gekriegt hat. Und dann muss man zu Sir Stormy hinlaufen und so einen Dialog auswählen. Und dann gibt es das Achievement. Aber wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, da habe ich auch ein Video zu gebastelt. So, dann haben wir die großen Zonen-Achievements erstmal durch. Jetzt schauen wir uns mal noch ein bisschen was Kleineres an. Und zwar haben wir hier das Achievement Nichts hält die Forschung auf. Und dafür müssen wir einen Mob umhauen im Ereignis Forscher unter Feuer. Und zwar den Hauptmann Rikal. Und das ist jetzt eine relativ einfache Sache. Ihr müsst die Zaralek höhlen. Und hier unten ist, ich glaube, immer zur vollen halben Stunde, ne? Ein Event, das heißt Forscher unter Feuer und ganz am Ende kommt ein Boss und das ist halt dieser Rikal-Kollege, den haut er halt einfach um. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann haben wir hier das Achievement Traumformer und das ist auch wieder nur eins, also kein Meter. Und dafür müssen wir die Quest den Traumsprung Formen abschließen und den Traumsprung habt ihr immer quasi in einer von den vier Base-Zonen. Und das seht ihr hier, da haben wir Traumsprung. Und hier ist es so, dass ihr eine Weekly-Quest habt, den Traumsprung Formen. Und die müsst ihr einfach abschließen. Da gibt es dann auch quasi die Hauptbelohnung vom Traumsprung. Dann haben wir jetzt hier noch durch Flammen und Asche. Das ist auch wieder eine relativ einfache Angelegenheit. Schließt die Quest Durchdringungslager ab. Und das Durchdringungslager habt ihr an zwei Spots und zwar kann Sven dann hier oben sein, in der Ebene von Onara, etwa auf den Koordinaten 74, 69 oder es ist quasi hier im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 57, 31. Das seht ihr aber auch hier mit diesem großen Symbol Führerangriff und da müsst ihr einfach die Quests an dem Durchdringungslager abschließen. Dann schauen wir uns noch den letzten Punkt an und zwar in den Sturm. Und da gibt es auch wieder einen Haufen Unter-Achievements und nochmal weitere Unter-Achievements. Und ich würde sagen, da gucken wir uns jetzt mal an, was wir so machen müssen. Gut, dann schauen wir ins erste rein. Und zwar haben wir Sturmjäger. Und ihr seht schon, bei Sturmjäger haben wir auch wieder insgesamt vier Unter-Achievements. Und zwar, das ist jede Zone einmal. Küste, Azurblaues Gebirge, Taldrassus und Onara. Das sind die vier ursprünglichen Zonen. Und wenn wir jetzt hier in die Küste klicken, dann haben wir nochmal drei Unter-Achievements. Und zwar ist es dann einmal Gewitter, Sandsturm, Schneesturm und Feuersturm. Und wenn wir dann hier reinklicken, dann müssen wir quasi an der Küste des Erwachens während eines Sturmereignisses quasi 200 von den Kreaturen umklopfen. Beziehungsweise während des Sturmereignisses an der Küste des Erwachens Kreaturen, die elementar Luft ermächtigt sind. Genau. Und diese Events kann ich euch jetzt mal zeigen. Die seht ihr auf der Map. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade hier eins, Elementarsturm. Oder wir haben jetzt aktuell, nee, da ist nichts, aber hier haben wir nochmal einen Erdsturm und die müsst ihr immer suchen und da halt einen Haufen Viecher umklopfen. Das Ding ist, ihr müsst quasi in jeder Zone alle vier Elemente machen. Also es sind einige Achievements, ne? 4, 8, 12, 16 Unter-Achievements sind es für jede Zone. Und da müsst ihr halt immer ein bisschen warten, bis der richtige Sturm in der richtigen Zone ist. Und was ich euch empfehlen kann, ist auf WoW Head hier, hat man eine Übersicht, welcher Sturm gerade aktiv ist, ne? Auch welcher quasi von welcher Art der da ist und wann die nächsten Stürme kommen, dann könnt ihr euch so ein bisschen drauf einstellen. Das kann halt schon ein paar Tage oder auch teilweise ein, zwei Wochen oder länger dauern, bis ihr alle Stürme mal habt, weil die halt immer random ein bisschen rumswitchen und ja, dann kann es halt sein, dass ihr den Feuersturm in Taldrassus braucht und dann kommen ewig immer die falschen in den anderen Zonen. Also das ist halt, ja, sind ein Haufen Achievements, müsst aber einfach nur Mobs umklopfen und das Beschissenere ist halt abzuwarten, bis der richtige Sturm kommt.
Als nächstes haben wir da Elementarüberladung und dafür müssen wir 5000 Einheiten Elementarüberfluss holen. Den Elementarüberfluss kriegt ihr von den Mobs in den Stürmen, ne? Heißt, wenn ihr in jeder Zone quasi 200 mal die 4 verschiedenen Events gemacht habt, müsstet ihr eigentlich fertig sein. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr noch mehr farmen. Oder alternativ kriegt ihr auch ganz gut hier in diesem ja, Gewölbe relativ viel von den Elite-Mobs. Die kann man mittlerweile relativ easy auch solo umhauen. Also da könnt ihr es auch farmen. Aber ihr müsst ja eh erstmal die ganzen Elementarstürme in verschiedensten Versionen quasi spielen. Und dementsprechend werdet ihr es wahrscheinlich da eh zusammenbekommen. Dann haben wir als nächstes vom Sturm verweht. Und dafür müssen wir dann 8 besondere Kreaturen in den Sturmereignissen töten. Und ja, das ist, in den Stürmen spawnen immer mal wieder ein paar Rares. Und die Rares müsst ihr halt umhauen. Ja, mehr ist es nicht. Ihr braucht nicht alle. Insgesamt sind es 8. Und übrigens ist es so, dass die immer einer bestimmten Art zugeordnet sind. Zum Beispiel Crystallis ist, glaube ich, ein Frostmob. Der kommt dann halt nur in der Schneeinvasion. Infernus ist ein Feuermob. Der kommt halt nur in der Feuerinvasion und so weiter. Ne? Also die sind halt gewissen Invasionen zugeordnet. Aber ihr müsst nicht genau wissen, welcher an welcher ist, weil ihr habt dementsprechend eh einen Haufen mehr als die 8, die ihr hier killen müsst. Und wenn ihr alle Invasionen einmal abklappert für die 200, dann solltet ihr die eigentlich nebenbei bekommen können. Und als letztes haben wir dann Sturm auf dem Laufsteg. Und dafür müssen wir ein Rüstungsset der Urstürme holen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Was halt am einfachsten ist, wenn ihr sowieso die Urstürme farmt, ist, dass ihr einfach die 5000 Elementarüberfluss, die ihr eh farmt, dementsprechend hier einfach für diese Items ausgibt. Ja, braucht ihr immer 200 pro, heißt die 5000 müssten einfach reichen, dass ihr ein komplettes Set zusammenkriegt. Es gibt auch andere Sachen, ich meine das PvP. Set, also das Open World PvP Set, das müsste das hier auch erfüllen und eins vor andere gibt es dann auch noch zusätzlich, aber wie gesagt, kauft euch einfach das und dann seid ihr da auf der sicheren Seite mit. Dann haben wir damit auch den Sturm abgehandelt und sind mit diesem Meta-Achievement tutti completi durch und können wieder weiter bei den Haupt-Achievements gucken und das nächste davon ist einmal Inselbegabung und da sind dann auch wieder einige Achievements. Und ja, die spielen alle auf der verbotenen Insel. Den ersten Erfolg, den wir hier haben, ist dann einmal verbotene Insel erforschen. Und ja, wer hätte es gedacht, wir müssen einmal quasi die ganzen unbekannten Bereiche der Weltkarte aufdecken. Und das ist halt alles auf der verbotenen Insel hier oben. Als nächstes haben wir dann hier einmal das Achievement Horte der verbotenen Insel und dafür müssen wir dann einmal 100 kleine Schätze auf den verbotenen Inseln öffnen. Ihr könnt dann einfach rumfliegen und die so anklicken und öffnen. Es gibt aber auch zur Hilfe bei einem Händler dort eine Karte zu kaufen, da seht ihr die dann auf eurer Minimap, macht es ganz ein bisschen einfacher. Wenn ihr genau wissen wollt, wie es funktioniert, auch hierfür habe ich natürlich einen eigenen Videoguide erstellt. Dann haben wir als nächstes verbotenes Raubgut und dafür müssen wir 10 verbotene Schätze auf der verbotenen Insel nach dem Sturm looten. Und soweit ich das noch auf dem Schirm habe, gab es ab und an so Events hier, wo so große Schätze auf der Map angezeigt wurden. Da muss man relativ zügig sein, dass man einmal hinkommt, da kommen dann auch ein paar Mobwellen und davon müsst ihr die quasi looten. Braucht insgesamt 10 Stück und die könnt ihr am Tag, glaube ich, auch mehrmals quasi öffnen. Dann haben wir als nächstes Schriftrollenjäger und dafür müssen wir Folgendes machen. Findet mit Hilfe von 50 versiegelten Schriftrollen Schätze auf der verbotenen Insel nach dem Sturm. Und ich meine, die Schriftrollen sind von den ganzen Gegnern auf der Insel gedroppt. Und wenn du sie einsetzt, dann markieren sie den Schatz mit so einem kleinen X auf der Map und das kannst du dann einfach looten. Ist einfach ein harter Grind. Ich sag's, wie es ist. Also da müsst ihr einfach einen Haufen Mobs umklopfen, dass ihr dann viele Schriftrollen kriegt. Ich glaube, es gab auch ein Item, das die besser droppen, hat sich aber nicht wirklich rentiert. Also auch ebenfalls bei den Händlern auf der verbotenen Insel. Da gibt's ja hier quasi im Lager von jedem, von jeder Fraktion einen Händler und da kann man die Sachen kaufen. Aber auch hierfür habe ich einen Videoguide gemacht, wie man es am effizientesten farmt. Dann haben wir hier Türenöffner. Und dafür müssen wir im Gewölbe von Skera, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, also halt einfach den Vault hier unten auf der verbotenen Insel, das hier, müssen wir einige Kammern öffnen und zwar insgesamt 150. Die Schlüssel, die ihr dafür benötigt,
bekommt ihr von allen möglichen Mobs auf der Insel. Aber am besten könnt ihr sie farmen, wenn ihr einfach diese Rares umhaut. Ja? Die Rares könnt ihr immer wieder töten und könnt dann quasi endlos diese Schlüssel grinden. Die Schlüssel sind, meine ich, auch Battle.net-Account gebunden. Heißt, ihr könnt die auch mit verschiedenen Chars quasi plündern und zu einem schicken oder auch mit den verschiedenen Chars öffnen, weil es ist ein Battle.net-Account-Achievement. Also es ist auch, ja, man kann an dem Progress mit verschiedenen Chars arbeiten. Dann haben wir als nächstes, während wir schliefen. Und dafür müssen wir Gegenstände an den Schuppenkommandanten ausliefern. Und hier ist es so, dass das einfach Items sind, die wir anklicken müssen. Und dann kriegen wir eine Quest. Und einige Items waren hier quasi auf der verbotenen Insel gelegen. Manche sind aber auch in dem Vault drin. Und hier ist es so, dass wenn ihr Pech habt, dass ihr halt die in der Woche, ne, wenn ihr alle Kammern aufmacht, nicht dabei habt. Also es kann dann ein paar Wochen dauern, bis ihr die richtigen kriegt. Auch dafür habe ich ein Video-Guide erstellt. Dann haben wir als nächstes Schätze der verbotenen Insel. Und ja, das ist wieder relativ basic. Da müssen wir einfach die kompletten Schätze auf der Insel holen. Da habe ich aber auch schon ein Video zu aufgenommen. Und dann haben wir das nächste, was relativ basic ist. Hier einmal die Champions der verbotenen Insel. Das sind die Rares. Und hier sind die meisten eigentlich kein Stress, weil die mittlerweile dauerhaft ab sind, ne? Weil die vermutlich niemand mehr umhaut. Ein paar sind aber ein bisschen tricky, weil es Berufs-Rares sind. Die muss man mit so einem Berufs-Item beschwören. Auch da habe ich so ein Video gemacht, wo die Rares sind, was für ein Item man braucht. Da braucht ihr eventuell ein paar Leute, die verschiedenste Berufe am Start haben, um die beschwören zu können. Dann haben wir hier Bibliothekar der Inseln. Und da müssen wir halt einfach wieder Bücher aufsammeln. Ich meine, die meisten waren auf der verbotenen Insel und ein paar waren auch wieder im Vault drin. Also kann halt auch sein, dass ihr da ein paar Vaults warten müsst, bis ihr die ganzen Bücher quasi am Start habt. Als nächstes haben wir dann Wetterfühlig. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt einen Ursturm am Froststeingewölbe jedes Elementars ab. Und diese Urstürme an dem Gewölbe, das war, meine ich, dieser Boss, der hier oben kommt. Und der kam, glaube ich, jede Stunde oder jede zwei Stunden, ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, da konnte man auch so Marken farmen für einen Mount und da können halt die Stürme in verschiedenen Arten kommen. Ne? Müsst ihr immer mal das Auge offen halten, wann hier dementsprechend das Boss-Event ist und dann halt alle vier verschiedenen Events einmal spielen. Und dann haben wir noch das letzte Achievement hier, alle Türen überall gleichzeitig und dafür müsst ihr einfach in dem Vault alle Türen in einem Gewölbe öffnen, aber es sollte ja eh kein Stress sein. Ihr müsst ja eh fürs andere Achievement 150 insgesamt öffnen. Und damit sind wir auch mit dem Teil fertig, Inselbegabung, und können weiter gucken zum nächsten. Dann haben wir das nächste und zwar Quetzalcoatl. Und da haben wir jetzt auch wieder einige Achievements und die sind, wie es schon heißt, in der Zaralek-Höhle. Das erste, was wir haben, ist hier Glut von Netarion. Und dafür müssen wir einfach die Geschichtsstränge in der Zaralek-Höhle abschließen. Das hatten wir ja aber auch schon im anderen Achievement, wo wir die ganzen Quests hatten. Dann haben wir als nächstes der Geruch von Gold. Und dafür müssen wir 200 ausgegrabene duftende Münzen von öffentlichen Questzielen in der Zaralek-Höhlen erwirtschaften. Und wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe, ist es so, dass so kleine Hörner hier quasi auf der Map erscheinen und das sind immer so Mini-Events, ja. Die sind verstreut über die komplette Zone und die werden, glaube ich, resettet nach 3 oder 4 Tagen. Heißt, ihr könnt dann in verschiedensten Untergebieten immer ein paar mitnehmen und dafür gibt es quasi Münzen und dann müsst ihr insgesamt 200 von denen eintüten. Dann haben wir als nächstes, am schönsten ist es im Lorm. Und dafür müsst ihr bei den Niffen von Lorm einfach Ruhmstufe 20 erreichen. Das hatten wir aber auch schon bei den kompletten Ruf-Achievements mit dabei. Dann haben wir das Achievement Herumschnüffeln. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Wir brauchen nämlich hier nur das erste. Und zwar müssen wir 5 Spezialgegenstände quasi erschnüffeln, während ihr an einer Seite eines Niffin-Begleiters die Höhlen erkundet. Und ja, das funktioniert folgendermaßen. Wir haben einmal in der Zaralek-Höhle, hier in dem Lager, etwa hier unten, ist so ein Kollege, den können wir jede Woche einmal anquatschen und der
startet so ein Event, wo ihr euch mit ihm eingrabt und in so einer kleinen Höhle seid. Ja? Ihr könnt theoretisch 3 Tries pro Woche holen. Und zwar einen Try habt ihr for free, einen Try kriegt ihr aus dieser Weekly Quest raus, wo ihr Ruf auffüllen müsst. Und den anderen habt ihr so einen Typen, wo ihr so Währung eintauschen könnt. Und der verkauft euch quasi auch einen Plan, um den dritten Try zu kriegen. Und ja, dann müsst ihr in diese Höhlen rein und diese Spezialgegenstände erschnüffeln. Die könnt ihr dann anklicken und das auffüllen. Es gibt da einige von denen und ihr benötigt tatsächlich aber nur die 5 und nicht alle für das große Achievement. Genau. Dann haben wir als nächstes Abenteurer der Zaralek-Höhle. Und dafür müssen wir 10 der unten aufgelisteten besonderen Begegnungen in der Zaralek-Höhle abschließen. Das sind die hier. So eine kleine Randinformation. Die Rares in der Zaralek-Höhle wurden ein bisschen abgeändert. Und zwar sind da nicht mehr alle gleichzeitig am Start, sondern Blizzard hat so eine Rotation eingeführt. Die despawnen dann teilweise wieder. Ja, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen blöder, das zu farmen, aber es ist schon machbar. Ihr müsst ja nicht alle holen, sondern nur 10. Dann müssen wir die Zaralek-Höhle einmal komplett erkunden. Also das sollte eigentlich auch kein Stress sein. Dann haben wir hier noch die Schätze der Zaralek-Höhle. Da kann ich wieder empfehlen, Handy-Notes sich zu holen oder ihr könnt auch gerne mal ein Video angucken dazu. Und dann haben wir jetzt in dem Achievement noch das letzte. Steine können nicht fliegen. Und dafür müsst ihr 1 von den Achievements abschließen. Das Problem ist, die heißen alle gleich. Wobei, doch, Steine können nicht fliegen. Das scheint anscheinend doch das Größte zu sein mit den 20.000. Jetzt gucken wir nochmal, dass ich nichts Falsches sage. Nee, das scheint schon. Wobei das erste heißt auch, Steine können nicht fliegen. Also ich kann es euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Wenn es blöd läuft, müsst ihr halt 20.000 Flugsteine sammeln. Ich würde jetzt aber behaupten, dass man mittlerweile das mit seinem Main zusammen haben kann. Auch wenn man da nicht hardcore reingefarmt hat. Gut, dann haben wir auch quasi das mit der Zaralek-Höhle fertig. Und haben jetzt noch den Smaragdgrüntraum. Und da haben wir jetzt das Achievement Träumt weiter. Und hier müssen wir insgesamt auch wieder 6 Unterachievements erfüllen. Das erste Achievement, was wir hier haben, ist Verteidiger des Traums. Und das ist wie bei den anderen Zonen auch wieder. Wir müssen einmal den Geschichtsstrang komplett durchspielen. Und dann können wir uns direkt das zweite angucken. Und zwar Schätze des Markgrünen Traums. Und da müssen wir halt alle Schätze einmal aufmachen. Hier gibt es ein paar Schätze, die sind ein bisschen tricky. Da könnt ihr nicht einfach die Sachen anklicken, sondern müsst so kleine Spezialaufgaben erfüllen. Und auch da kann ich euch wieder meinen Videoguide zu empfehlen. Dann haben wir auch wieder relativ basic das Erkundungs-Achievement, Erkunden des Smaragdgrünen Traums. Als nächstes haben wir dann noch Abenteurer des Smaragdgrünen Traums und hierfür müssten wir wieder 10 der besonderen Begegnungen abschließen. Ihr seht, es sind um einiges mehr, also das ist im Smaragdgrünen Traum eigentlich gar kein Stress. Dann haben wir als nächstes Ich träume von Saaten und dafür müssen wir quasi an allen Stellen einmal so einen Saat einpflanzen. Und ja, das funktioniert folgendermaßen. Ihr braucht halt als erstes mal so eine Traumsaat. Und diese Traumsaat könnt ihr dementsprechend im Emerald Dream, also hier im Smaragdgrünen Traum, an verschiedenen Spots einpflanzen. Da sind so Samenhüllen, da könnt ihr sie dann einmal einpflanzen. Und ja, ihr müsst halt alle Spots einmal abklappern. Ich habe da auch ein Video gemacht, wo ihr die ganzen Dinger finden könnt. Die Samen bzw. Traumsaat, die bekommt ihr am besten von der Superblüte, die immer zur vollen Stunde startet. Oder, ja, die können theoretisch auch von allen möglichen Mobs in der Zone droppen. Also, ihr seht, ich habe einen Haufen von dem Zeug. Wenn ihr da halbwegs aktiv mit Achievement seid, kriegt ihr eh das Zeug nachgeschmissen. So, und wo wir gerade über die Superblüte gesprochen haben, Super-Duper-Blüte haben wir hier. Und das ist ein Achievement, wo wir dementsprechend einmal die Superblüte mit epischer Qualität abschließen müssen. Und die Superblüte beginnt im Smaragdgrünen Traum, wie gesagt, immer, glaube ich, zur vollen Stunde. Und hier ist es einfach so, dass ihr einen Baum habt, der läuft, wenn dann hier links oder hier rechts rum. Am Ende bis hier unten zu so einem Portal. Und umso mehr Mobs ihr tötet, umso weiter füllt ihr einen Balken auf. Und wenn ihr den Balken oben mit einem Haufen anderen Leuten auf die maximale Stufe aufgefüllt habt und dann den Boss tötet, habt ihr die Super-Duper-Blüte erfüllt und kriegt dementsprechend das Achievement. War wahrscheinlich am Anfang, als das Event reinkam, einfacher als es jetzt ist, weil halt das einfach weniger Leute spielen. Aber machbar ist es auf jeden Fall noch. Ja, und damit haben wir dann auch den Unterpunkt für den Smaragdgrünen Traum abgeschlossen und können uns den nächsten und letzten anschauen. Dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar, das nenne ich Drachenrennen.
Und hier können wir es ein bisschen abkürzen. Und zwar ist es so, dass wir in jeder Zone, also im Smaragdgrünen Traum, in der verbotenen Insel und auch in der Zaralek-Höhle, beziehungsweise das hier ist quasi das Achievement für die ersten vier Zonen, also hier Küste des Erwachens, Ebene von Onara, Azublaues Gebirge und Taldrassos, quasi jedes Mal die kompletten Rennen fliegen müssen. Und hier müsst ihr auch die fortgeschrittenen Rennen fliegen, neben den normalen Schwierigkeitsgraden. Es ist aber so, dass wir immer nur das Rennen abschließen müssen in Bronze und nicht die Goldversion brauchen. Bei dem sieht man es jetzt hier nicht ganz, aber ihr seht hier zum Beispiel bei der Zaralek-Höhle oder das Smaragdgrüner Traum, heißt das Achievement einfach Rennenkompletist der Zaralek-Höhle. Und das ist hier das erste, ne? Das ist nicht Silber und nicht Gold, sondern die Grundversion. Heißt, selbst wenn ihr euch jetzt schwer tut mit den Drachenrennen, sollte es nicht das Problem sein, weil ihr habt quasi nur die Teilnehmerurkunde bei allen möglichen Rennen und nicht irgendwie, dass ihr es auf Goldzeit schaffen müsst. Genau, also wir brauchen alle Rennen auf den Dracheninseln, aber nur auf der Bronzezeit. Und dann haben wir jetzt hier noch die Glyphen. Und zwar wirklich in allen Zonen, also den vier Base-Zonen. Dann haben wir natürlich auch die Verbotene Insel, die Zaralek-Höhle und auch den Smaragdgrünen Traum dabei. Und das sind die Glyphen, wo ihr dann dementsprechend auch hier die Skillung freischaltet. Sowohl zu allen Rennen als auch zu allen Glyphenpositionen habe ich natürlich Videos gemacht. Falls ihr da Schwierigkeiten habt, könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, wenn wir das auch gemacht haben, dann müssten wir jetzt alle Achievements durchhaben, die es hier mit drin sind. Das war auf jeden Fall ein langer Ritt, bis ich das jetzt allein alles aufgenommen habe, hat es ewig gedauert. Und ja, jetzt könnt ihr vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum ich jetzt nicht wirklich ganz im Detail auf jedes Achievement eingegangen ist oder eingegangen bin, so rum. Und ja, wenn ihr jetzt Probleme bei dem einen oder anderen habt, ich werde euch, wie gesagt, die Playlists verlinken. Da könnt ihr dann ein bisschen durchgucken, welches Achievement ihr vielleicht noch offen habt und braucht und da nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Von meiner Seite war es das tatsächlich auch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.